Wann beginnt der Ramadan? Die einen sagen, der Ramadan beginnt an dem und dem Tag. Wir haben es errechnet. Wir haben einen Kalender, der seit mindestens einem Jahr feststeht. Wir wissen, an diesem jeden Tag beginnt der Ramadan. Die anderen sagen, nein, wir müssen warten, wann der Mond gesichtet wird. Die einen Muslime sagen das, die anderen Muslime sagen das. Was ist jetzt richtig? Was ist jetzt falsch? Allah sagt im Koran, in Sure 5, Vers 59, Ati'u Allah wa Ati'u Rasul wa Ulil Amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Gehorcht Allah, gehorcht dem Gesandten und denen, die Befehlsgewalt unter euch haben. Dazu gehören die Führer und die Ulama, die rechtschaffenen Gelehrten. Und wenn ihr an einer Sache einen Zwiestreit habt, seine Meinungsverschiedenheit, so führt es zurück zu Allah und führt es zurück zum Gesandten. Das heißt, schaut im Koran, schaut in der Sunna, was die richtige Meinung ist. Schauen wir so sein. Es gibt zweifellos Gelehrte, die die Rechnung heutzutage bevorzugen. Und es gibt zweifellos Gelehrte, und das ist die überwiegende Mehrheit der Gelehrten in den islamischen Ländern, nur mal so nebenbei, die sagten, nein, wir müssen eine Mondsichtung unternehmen. Wenn wir zu den Madhahib zurückgehen, sehen wir in allen Büchern der Madhahib, der Rechtsschulen, von Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Ahmed Hanbal, dass dort dazu aufgerufen wird, dass man dort Regeln über die Mondsichtung findet. Das heißt, ab wie viel Zeugen der Mond, der Ramadan beginnt, beziehungsweise endet. In jedem dieser vier Madhhabs, wenn man in die Bücher geht, schaut man, ich habe zum Beispiel jetzt hier, habe ich ein Buch, Manar al-Sabil, im Hanbali-Fiqh, ich habe da ein Wort, Umdat al-Salik im Shafi'i-Fiqh, ich habe das Buch Mudawwa in al-Maliki-Fiqh, das habe ich hier, ich habe leider kein Buch da im Hanafi-Fiqh, aber das ist genauso, man findet dort genaue Regeln zur Mondsichtung. Das ist etwas, was schon die ganze Zeit gibt. Und diejenigen, die die Rechnung bevorzugen, die werden das auch nicht verleugnen, nur die sagen, wir haben heutzutage genaue Möglichkeiten, um durch die Rechnung zu bestimmen, wann der Neumond gesehen werden müsste. Nun, da gibt es aber andere Meinungen. Denn die andere Meinung ist, dass eigentlich die Rechnung nicht errechnet, wann der Neumond gesehen wird, sondern wann es sozusagen den Nullpunkt gibt. Das nur mal so nebenbei. Aber auf jeden Fall lasst uns auf die Argumente eingehen. Der Prophet a.s. sagt, Sumu li ruyati wa aftilu li ruyati. Fastet, wenn ihr ihn seht, das heißt, wenn ihr den Neumond seht, den Mond vom Ramadan, der gerade neu rauskommt, und brecht das Fasten, wenn ihr den Neumond seht, also den Mond von Monat nach dem Monat Ramadan, nämlich von Shawwal. Das heißt, der Monat vor Ramadan ist der Shaban, die Mondmonate haben immer 29 oder 30 Tage, und am 29., das heißt, wenn am nächsten Tag entweder Ramadan beginnt oder der 30. Schaban ist, geht man zur Mondsichtung raus und schaut, was sich ergibt. Jetzt kommen Leute sagen, ja, aber was ist, wenn bewölkt ist? Was ist, wenn man ihn nicht sieht? Der Prophet schon gesagt, in der Sunna. Die Sunna ist ein Goldschatz für uns, wo solche Sachen erklärt werden. فَإِنْ رَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَعِدَّةً. Wenn bewölkt ist oder irgendein anderes Hindernis aufkommt, ja, dann engt die Idda ein.
Das ist gefragt, welche Idda, welche Idda, welche Zahl der Monat nennt man ein? Von Ramadan oder von Schaban? Dann sagt ein anderer Hadith, der überliefert wird, der authentisch überliefert, fa'akmilu iddat al-Schaban. So zählt den Monat Ramadan 30 Tage. Das heißt, die Regel ist da. Mehr brauchen wir nicht. So, die Frage ist jetzt, wenn der Prophet uns schon gesagt hat, schaut, und die Sahaba sind damals, da gibt es unendlich viele Hadithe rausgegangen, haben nach dem Mond geschaut, und wir haben auch eine Antwort darauf, was wir machen, wenn wir den Mond nicht sehen, warum fangen wir an zu rechnen? So, das heißt, hier haben wir erstmal einen Assel. Der Assel ist die Grundlage, dass man zu einer Mondsichtung rausgeht. Jetzt ist die Frage, warum, wenn man von einer Grundlage abweicht, braucht man einen Beweis dafür. Jetzt fragen wir, was ist der Beweis dafür, für diejenigen, die die Monderrechnung bevorzugen? Wie gesagt, wir finden in allen vier Medaillen, in den ganzen Büchern, finden wir Regeln zur Mondsichtigung. Und das verleugnen auch diejenigen, die den Mond errechnen, nicht. So. Weil sie sagen, wir können das genau errechnen. So. Was ist ihr Argument? Ihr Argument ist, zum Beispiel Surat al-Rahman, Vers 4 oder 5, Ar-Rahman, Allam al-Quran, Khalaq al-Insan, Allam al-Bayan, Al-Shamsu wal-Qamaru, Bi-Hisban. Sonne und Mond laufen nach einer festen Berechnung. Dieser Vers ist aber kein Beweis für eigentlich. Sondern es ist, dass Allah eine feste Berechnung hat, aber diese Berechnung haben wir nicht. Das heißt, hier in dem Vers steht nicht, berechnet den Monat. Sondern die Befehle, die wir vom Koran und Sunna haben, ist, dass wir den Mond erblicken. Dann wird gesagt, ja, aber Ru'ya, das war erstmal das Erste. Das heißt, diesen Vers können wir nicht als Beweis geben. Zweite Sache ist, man sagt, Ru'ya, das heißt, Sumul Ru'yati wa Aftilul Ru'yati, muss nicht unbedingt Ru'ya vom Auge sein, das Sehen mit dem Auge sein, sondern kann auch das Sehen mit dem Herzen sein oder das Wissen sein. Was ist der Beweis dafür? Der Beweis dafür ist, Allah sagt zum Beispiel im Koran, in Surat al-Fil, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hast du nicht gesehen, wie dein Herr mit den Gefährten des Elefanten vorgegangen ist. Und der Prophet hat es nicht gesehen, der hat es gewusst. Könnte aber, das ist aber auch kein Beweis, man könnte genau sagen, nee, er hat es nicht gesehen und hat es gewusst. Oder man könnte sagen, ja stimmt, hier ist mit Tara gemeint das Wissen, warum er das Wissen so fest ist, als wenn man es sehen würde, weil sich diese Nachricht so verbreitet hat. Aber warum können wir hiervon dem Assel von der Grundlage, von der wortwörtlichen Bedeutung abweichen zum Wissen, weil wir einen Beweis haben von der Realität, dass der Prophet es gar nicht gesehen haben kann, weil er ja im Bauch seiner Mutter gewesen ist. Und viele, die mit diesem Vers praktisch auch direkt angesprochen werden. Das können wir nicht beweisen. Wir können von einer Grundlage, nämlich der Ru'ya, das ist die wortwörtliche Bedeutung, nur abweichen, wenn wir einen klaren Beweis dafür haben. Dann, und das ist ein Beweis, der sehr verwunderlich ist, dass die Leute, die die Rechnung bevorzugen, diese Aussage von Bukhari, beziehungsweise diesen Hadith aus Bukhari benutzen, wo der Prophet sagt, Inna ummatun umiyya la naqtub wa la nahsub al-shahru hakada wa hakada. Der Prophet sagt, wir sind eine Umma, die Umayya ist. Wir sind eine Gruppe, die Umayya ist, das heißt, die von Analphabeten, wir schreiben nicht und wir rechnen nicht, der Monat ist so oder so, das heißt entweder 29 oder 30 Tage. Jetzt sagen Sie, hier ist die Elder, das heißt der Grund, warum es nicht errechnet wird, dass wir eine Umma Umayya sind, dass wir eine Umma des Analphabetentums sind. Und wenn dieser Grund weg ist, ist auch
Denn ist bedeutet das auch, dass der Hukm, das Urteil weg ist. Das heißt, dass wir jetzt ein anderes Urteil haben. Das heißt, jetzt können wir errechnen, weil wir eine Umma des Rechnens und des Schreibens geworden sind. Wenn wir uns aber genau angucken, kann diese Aussage des Propheten nicht absolut gemeint sein. Denn es gab einige Leute, die schreiben konnten. Zum Beispiel Amr al-Khattab, es ist sehr bekannt von ihm, dass er schon in der Jahiliya-Zeit schreiben konnte. Und er ist der zweite Khalif, als Beispiel. Und der Prophet a.s.w. hat auch zu seiner Zeit gerade die Menschen alphabetisiert. Die zweite Sache ist das Rechnen. Das Rechnen ist etwas, was schon vorhanden gewesen ist. Denn wir wissen, die Ile fi Quraysh, Ile fi Rihlat al-Shita, it was safe. Ja? Das heißt, dass die Quraysh eine Reise des Sommers, nämlich Richtung Scham, Syrien, Palästina, die Gegend gemacht haben, eine Reise im Winter nach Jemen, um dort Handelswaren nach Mekka zu bringen. Das heißt, natürlich konnten sie auf gewisse Art rechnen, aber hier geht es darum, dass der Monat nicht errechnet wird, sondern dass der Monat gesichtet wird. Und das ist das, was jahrhundertelang gemacht wird. Das heißt, diese Argumentation ist sehr, sehr schwach. Das nächste Argument, was genutzt wird, ist, ja, dass man ja auch heutzutage Pläne hat für das Gebet, für die Gebetszeiten. Und sagen wir, stimmt, wir haben Pläne für die Gebetszeiten. Aber die Gebetszeiten wiederholen sich auch jedes Jahr gleich. Aber der Monat ist manchmal 29 und manchmal 30 Tage. Und das sagt der Prophet a.s. ganz klar und eindeutig. Das heißt, der Monat verändert sich. Und die Gebetszeiten bleiben an dieser und jener Stelle auf der Erde gleich. Es sei denn, es kommt eine Zeit, wo sich die Gebetszeiten verändern, wenn der Dajjal herabkommt, ja, das ist wieder ein ganz anderes Thema, aber im Allgemeinen ist es so, dass die Gebetszeiten gleich bleiben. Das heißt, heute am 1. Januar, das heißt 1. Januar 2015, sehen wir, dass die Sonne genau zur selben Zeit aufgeht wie am 1. Januar 2016. Aber der Monat Ramadan hat ganz eindeutig, hat manchmal 29 Tage und manchmal 30 Tage. Das heißt, es verändert sich. So. Und deswegen sehen wir es als stärker an. Und wenn wir sagen wir, dann heißt das, wir folgen Gelehrten, die diese Aussagen machen. Das heißt nicht, wir haben unsere eigene Fatwa gemacht, sondern das ist die Meinung der überwiegenden Mehrheit der Gelehrten. Wenn ihr nach Marokko fahrt, nach Tunesien fahrt, nach Algerien fahrt, nach Libyen fahrt, nach Ägypten fahrt, nach Saudi-Arabien fahrt, reist, dann werdet ihr sehen, dass in all diesen Ländern, dass es dort Mondsichtungen gibt. In Indonesien gibt es Mondsichtungen. Das heißt, überall werden Mondsichtungen gemacht. Und übrigens, im Jahre 1966 gab es einen Kongress der Azhar, wo dieses Thema besprochen wurde. Das ist ja nichts Neues. Und da hat man festgestellt, dass eine Errechnung nur erlaubt ist, wenn es unmöglich ist, den Mond zu ersehen. Das wurde sogar im Jahr 1978 auch auf einem Kongress in der Türkei bestimmt. Ihr müsst aber wissen, dass es heutzutage leider oft so ist, dass es um politische Sachen geht. Der eine will nicht mit dem fassen, der andere will nicht mit dem fassen. Okay? Das ist halt leider heute oft das Problem. Das heißt, wir müssen uns eigentlich anstrengen, hier in Deutschland eine Mondsichtung durchzuführen. Oder in Europa vielmehr. Das ist eigentlich der Schritt. Aber solche Rechnungen stehen dieser schönen Sunna oder dieser Sache, die die Sahaba gemacht haben, eigentlich im Weg. Und das ist traurig. Die Frage ist jetzt, was machen wir? Sheikh Uthaymin, rahimahullah, der übrigens auch sagt, genau wie Sheikh Fawzan, genau wie Sheikh bin Baz, genau wie Sheikh al-Albani, dass solche Rechnungen nicht erlaubt sind. Und hier haben wir sogar mit Rechnungen zu tun, die nicht gemacht werden in dem Moment, wo man den Mond nicht sieht,
sondern hier wird von vornherein überhaupt nicht nach dem Mund geschaut, sondern es wird von vornherein gesagt, wir beten nach Gott und wir machen es nach unserer Berechnung. Und dann kommen dann Leute, die das unterstützen und sagen, ja, die Berechnung war noch nie falsch. Wo willst du wissen, dass die Berechnung noch nie falsch war? Wir haben andere Informationen. Dass es schon oft daneben gehauen hat, dass der Mond gesehen wurde an Tagen, wo nach Berechnung der Mond noch nicht zu sehen war. Beispielsweise. Oder andersherum. Dass der Neumond einen Tag später da war. Oder dass der Mond nicht zu sehen war, obwohl er eigentlich nach Berechnung hätte da sein müssen. Vielmehr. So, das sind die Nachrichten, die wir diesbezüglich haben. Und wie gesagt, wir folgen damit beispielsweise den Gelehrten, die das auch in Saudi-Arabien sagen. Und in Ägypten. Und. So, auf jeden Fall. Wie ist es normalerweise im Ramadan? Es gibt ein Hadith, den Ibn Umar überliefert. Tara an-Nasu al-Hilal, fara'aytuhu, fa'akhbartu an-Nabi alayhi salatu wassalam, inni ra'aytu al-Hilal, fa'amara an-Nasu bi-siyamihi. Ein authentischer Hadith, wo Ibn Umar überliefert, dass die Menschen rausgegangen sind, um den Mond zu sehen. Er hat ihn gesehen, hat dem Propheten a.s.w. davon berichtet und er hat befohlen zu fasten. Und deswegen sagt der Hanbali Madhab, dass wenn eine Person die Adala hat, Adala heißt, ja, der macht, lässt die großen Sünden, macht seine Pflichten, und ist keiner, der Musir al-Sarayr ist, der die kleinen Sünden immer weiter durchführt, ja, und der die, auch das nötige Augen, weil wenn er blind ist und er sagt, ja, ich habe den Mond gesehen oder er hat schlechte Augen, ja, beispielsweise, so. Das heißt, wenn eine Person die Fähigkeit dazu hat, vom Augen, von der Augenstärke her und die Adala hat, dazu gehören natürlich jetzt auch nicht kleine Kinder, dann ist das akzeptiert, dann beginnt der Monat der Ramadan. Und dann gibt es einen Hadith, der sagt, diese Shahida, Shahidani Muslimani, Fasumu wa Aftiru. Wenn zwei Zeugen der Muslime bezeugen, so fasten und brecht das Fasten. Jetzt heißt es hier einmal zwei Zeugen und hier sehen wir den Hadith von Ibn Umar. Wie bringen die Gelehrten das zusammen? Die Gelehrten bringen das zusammen, und übrigens, das steht nicht im Koran, nur mal so nebenbei. Die Gelehrten bringen das zusammen, indem sie sagen, ja, natürlich, wenn es zwei Zeugen sind für den Anfang des Monats, der Ramadan ist besser, aber ein Zeuge reicht für den Beginn des Monats, und zwei Zeugen müssen da sein für das Ende des Monats und Anfang des Monats schon. Jetzt kommt noch eine Frage, die heutzutage oft auftritt, und das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, das geht um Ikhtilaf al-Matali. Das heißt, Unterschiede von Aufgangspunkten des Neumondes. Und ehrlich gesagt, ich habe darüber gelesen von Sheikh al-Albani, was er darüber sagt, in Silsila Ahadith Sahiha redet er darüber, beispielsweise. Und ich habe darüber gelesen, was Sheikh Uthaymin darüber sagt, in Shahr al-Mumti'a von Zad al-Mustaqnir. Und die Frage ist sehr schwierig. Das heißt, Sheikh Al-Albani sagt, wenn der Mond irgendwo gesehen wird, ist es die Pflicht für alle Muslime, das Fasten zu beginnen. Warum? Weil der Prophet a.s. gesagt hat, Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Fastet für die Sichtung und brecht das Fasten für die Sichtung. Er sagt, damit sind alle Muslime angesprochen. Sheikh Uthaymin antwortet darauf, dass das aber nicht unbedingt der Fall ist. Weil es müssen nicht unbedingt alle Muslime mit gemeint sein. Es können auch die Muslime in einem bestimmten Gebiet gemeint sein, die also rausgegangen sind. Sheikh Al-Albani sagt, Ikhtilaf al-Matali, das heißt, die unterschiedlichen Aufgangspunkte des Normens können wir nicht in Betracht ziehen, weil es keine wirklichen Grenzen dafür gibt. Daraufhin sagt Sheikh Uthaymin, dass man Beweise hat, und das stimmt, ja, von der Astronomie her, dass es wirklich so ist, dass der Mond manchmal an verschiedenen Stellen der Erde zu sehen ist, an anderen Stellen der Erde nicht.
Und das, was mich am meisten überzeugt hat von Sheikh Uthaymin, dass es wirklich unterschiedliche Matala gibt, ist ein Afar, wo ein gewisser Kureib nach Scham geschickt wurde. Das heißt, das Gebiet, wo heute Syrien, Palästina, Jordanien und so weiter ist. Und die haben dort einen Tag früher angefangen zu fasten als in Medina. Und als er zurückkam nach Medina, hat er Ibn Abbas davon berichtet, dass sie den Mond einen Tag vorher gesehen haben. Und Ibn Abbas hat daraufhin gesagt, dass es von der Sunna des Propheten ist. Und Ibn Abbas ist natürlich der Neffe des Propheten, der Sohn von Al-Abbas, also Abdullah ibn Al-Abbas, der Sohn vom Onkel des Propheten, also der Cousin des Propheten, hat zu ihm gesagt, und der gilt als Hibr, Herr den Umma, das heißt der Schriftgelehrte dieser Umma, der hat gesagt, es ist die Sunna, dass wir nach unserer Sichtung, also sinngemäß, er hat ihm also klar gemacht, dass wir nach unserer Sichtung von Medina fasten und die von Scham fasten nach ihrer Sichtung. Und das ist ein Beweis für Ikhtilaf von Mu'tala. Und deswegen sagt Sheikh Uthaymin in Sharh Mumti', dass Gruppen, die als Aqaliyya leben, das heißt als Minderheit in einem nicht-islamischen Land leben, dass sie nach der Sichtung des nächsten Landes zu ihnen fasten. Und deswegen schauen wir dieses Jahr, wo der Monat, wo der, wenn in der Nähe von uns der Neumond gesehen wird, werden wir nach diesem Land fasten. Inshallah. Wir werden euch inshallah darüber Bescheid geben. Subhanallah, wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.